Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein, kannst du nicht. Falsch geklickt und wir sehen da hinten eine Frau. Und mal schauen, was jetzt ist. Eigentlich sind wir auf dem Weg zum Kaelenhardsee. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit, ich bring euch hin. Dann zeig mal wo. Das Grinsen gefällt mir nicht. Oh oh. Den kennen wir ja noch, würde ich mal meinen. Und da kommt eine Menge Ärger auf uns zu. Der graue Wächter stirbt hier! Meine Wächtersinne. Das erste, was ich mache, ist die loswerden. Weil auf eine Magierin habe ich gerade mal so gar keinen Bock. Gut, Stan hat sie unterbrochen. Warum haben die noch die Litanei ausgerüstet? Weg mit dem Müll. Komm, dann mach mal Gruppenheilung schnell, Win. Und dann pull ich die mal alle. Weil mir können die eh nicht allzu viel. Aber bei Stan ist das halt ein anderer Sachverhalt. Wenn Stan zu viel abbekommt, haben wir ein Problem. Weil der ja einen Großteil meines Damage-Outputs ausmacht. Dann hier der Sturmangriff. Ich sag's mal so, Schwert und Schild ist hier ja noch nützlich. Im Gegensatz zu späteren Spielen. Ne, geh mal dahin. Ich muss zuerst mit Liliana dorthin. Aus Gründen. Eine Wand direkt vor uns. Eine Wand. Direkt vor uns. Geh mal da hinten hin. Weil das bestimmt ja auch noch eine. Gehe ich mal stark von aus. Oder doch nicht. Gut, dann geht's ja. Ich hatte Angst, dass da noch eine Falle ist. Weil dann hätte ich wahrscheinlich richtig dick aufs Maul bekommen. So, da oben ist noch wer. Und sie ist tot. Und da haben wir noch einen weiteren Meuchelmörder. So, der ist auch weg. Das sollte kein Problem sein. Der elfische Meuchelmörder ist verwundet und bewusstlos, aber am Leben. Du kannst ihn fesseln und verhören, wenn du möchtest. Ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Was? Ich... Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Ich habe einige Fragen. Ah, ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Was mich eher froh stimmt. Das ginge mir an eurer Stelle ähnlich. Für mich jedoch ist es eine eher jämmerliche Empfehlung. Von der Zielperson gefangen zu werden, ist der Karriere eines aufstrebenden Meuchelmörders kaum förderlich. Was sind die Krähen von Antiva? Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Wer hat euch angeheuert, uns zu töten? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Wann solltet ihr ihn wiedersehen? Gar nicht.
Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Logan informiert, wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Logan. Ihr steht Logan also loyal gegenüber? Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Oh, wie viel hat man euch bezahlt? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht, soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Wurdet ihr etwa bezahlt, mir das Ohrwund zu reden? Das gibt's gratis als Dreingabe. Jedenfalls hätte ich euch nach Ende des Verhörs einen Vorschlag zu unterbreiten, wenn ihr ihn hören möchtet. Ich bin mit meiner Befragung noch nicht fertig. Also gut. Fragt und euch wird geantwortet. Also gut, ich bin mit der Befragung fertig. Wenn ihr mir nicht unbedingt die Kehle aufschlitzen wollt oder etwas ähnlich Unsauberes, würdet ihr euch dann einen Vorschlag anhören? Redet, aber ich beobachte euch genau. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Wäre eure Loyalität mir gegenüber dann ähnlich tiefgreifend? Ich bin von Natur aus sehr loyal. Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. In diesem Fall hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Werden sie euch nicht nachstellen? Möglich wäre es. Aber ich kenne ihre Methoden und kann mich schützen. Und euch auch. Nicht, dass ihr das nötig hättet. Und falls nicht, viele Möglichkeiten habe ich ja ohnehin nicht, oder? Ihr müsst mich für überaus dumm halten. Ich halte euch für überaus schwer zu töten. Dass ihr dumm seid, kann ich nur hoffen. Das war ein Witz. Ich formuliere es anders. Ich hoffe, dass ihr jemand seid, der auch hin und wieder ein Risiko eingeht. Was wollt ihr dafür haben? Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Warum sollten mich eure Dienste interessieren? Warum? Weil ich viele Fähigkeiten habe. Vom Kämpfen übers Schleichen bis zum Schlossknacken. Außerdem könnte ich euch warnen, falls die Krähen von Antiva einen größeren Angriff versuchen sollten. Nach meinem Scheitern. Daneben kenne ich zahlreiche Witze, beherrsche 12 Massagetechniken und 6 verschiedene Kartenspiele und bringe jedes Fest in Stimmung. Nein? Also gut, ich nehme euer Angebot an. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. So, mitnehmen werde ich ihn direkt aber nicht. Und damit, Stan, ist es halt egal. Oder was auch schon mal gut ist, weil ich hätte erwartet, dass Stan was dagegen hat, dass wir einen Meuchelmörder mitnehmen. Obwohl. Das sollte kein Problem sein.
Haben die Kunari ja auch, von daher. Und dann nehmen wir jetzt erstmal alles mit, was wir in die Finger bekommen können. So, Todeswurzel. Wird erledigt. Ich sag's mal so, warum sollten wir ihn töten, wenn er auch nützlich für uns sein kann? Weil wir machen es einfach wie immer und freunden uns mit den Leuten an. Und dann wird er uns schon loyal genug zur Seite stehen, denke ich mal. So, darauf liegt da bestimmt noch irgendwas. Nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal weiter zum Kalen-Hardsee. So. Weil das Zeug ist direkt hier und da steht auch ein Plünderer. Verschwindet! Ich war zuerst hier. Ihr habt nicht zufällig ein Schwert gefunden, oder? Warum? Wollt ihr eins kaufen? Nein, aber mein großer wütender Freund hier. Ah, wirklich? Nun, also, ich würde euch ja gerne eins verkaufen, aber ich habe selbst keine. Aber ich habe einen Teil eines Handschuhs gefunden, den die Wölfe nicht so sehr zerkaut haben. Zumindest glaube ich, dass es ein Handschuh war. Sagt nichts. Ich weiß selbst, dass ich übers Ohr gehauen wurde. Ich kenne den Kerl, der vor mir hier war. Er hat mir diesen Platz verkauft. Er sagte, er habe Riesen und jede Menge verrückte Wertgegenstände gefunden. Er hat allerdings nicht erwähnt, dass er außer Knochen und Dreck schon alles mitgenommen hat. Sein Name ist Farron. Ein nervöser kleiner Bastard, wenn ihr mich fragt. Das habt ihr zwar nicht, aber ich sage es trotzdem. Und wo ist Farron jetzt? Er wollte nach Orsama. Ich könnte mir vorstellen, dass er inzwischen schon dort ist. Wenn ihr ihn findet, sagt ihm, ich habe euch geschickt. Das wird ihm richtig Angst machen. So. Mal festgemacht, hier finden wir sonst nichts. Da hinten ist eine Todeswurzel. Da oben drauf. Kann man vielleicht noch brauchen. Alchemie ist zwar jetzt nicht so unbedingt mein Ding, aber besser als nix. Und dann gehen wir mal ins Frostgipfelgebirge, wo der Eingang nach Orsama ja eben liegt. Und schon wieder ein Event dazwischen. Warum? Verfluchte Kreatur! Mal schauen. Ah, ich weiß, was das hier ist. Gut. Das Event ist sogar gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Ich habe ja hier auch noch alles eigentlich auf mich laufen, also dass ich alles pulle. Von daher sollte ich relativ meine Ruhe bei der Sache haben. Und dann bekommt er hinten der mal aufs Maul. So, ich sehe, dass ich auch bald ein Level-Up haben sollte. Ich glaube, dass ich dann schon fast Level 12 sein müsste. So. Weg mit dir. Und direkt mal hier rauf dann. Die da unten bekommen ziemlich viel Schaden ab, aber... So. Und da hinten sind noch ein paar. Bitterer. Gut, er ist nicht reingelaufen. Hatte ich schon zuerst Angst. Das ist halt das Gute daran, dass ich Liliana ja dabei habe. So. Anführer der dunklen Brut. So. Leichnam eines Menschen. Graueisen. Nutzlos. Leder, ja, geht. Wobei ich mittlerweile vom Lederlevel ja weg bin. Gut, fangen wir an. Weil mittlerweile müsste eigentlich schon eher auf Richtung Viridium und bald Rotstahl rauslaufen. Obwohl, nee, Rotstahl ist wahrscheinlich eher so ab Level 14. So. Da hinten die Elfenwurzel kann ich ja stehen lassen.
Aber ich raub hier die Typen mal noch aus. Wird erledigt. Und ich will mit Liliana ja die Tellereisen zumachen. Weil die sollten mir ein bisschen Erfahrung bringen. Wie ihr meint. So. Hier ein bisschen Elfenwurzel. Und da hinten soll es dann weitergehen. Wird erledigt. Die Mimik. Ich bin hingefallen. Ist alles in Ordnung? Einen Augenblick lang dachte ich, dass jetzt alles vorbei ist. Was genau sollte vorbei sein? Alles. Ich erkläre euch alles, wenn wir zurück im Lager sind. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. So, aber ich sehe, dass die Zeit hier rum ist, also beende ich den Part mal und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.